Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Teamprojekt zusammen mit Matthias, mit Justin, mit Chris und mit Günni. Guten Tag. Moin, mein aktiver Spritzer. Wow, so gewusst, damit der Witz kommt. Ja, ist echt so. Junge, wie einfach rückwärts fährt, gell? Wer fährt rückwärts? Du! Hey, ich fahr gar nicht rückwärts. Wo fahr ich rückwärts? Ich stehe hier! Ja, das ist der Zug. Ich dachte, du fährst mit dem Zug. Ich will gleich mit dem Zug fahren, wenn er da ja, ist. Ja, weil der kommt rückwärts gerade angefahren. Echt? Geil. Bleib stehen! Ich fahr einfach... Hä? Wieder gesagt, will der mich holen oder was? Ach so, der bleibt hier stehen. Steig mal aus hier, Kollege. So, fahr ich nämlich. Weil du hättest macht übrigens 500 mehr wegen 7 Liter Müllasse. Hey, warum kann ich jetzt nicht einsteigen? So, wo einsteigen? Sollte euch vielleicht auch noch ein Lu geben. Wo willst du denn einsteigen? Wäre eine Sache. Ja, warte doch, bis ich zum Abfahren komme. Ich muss schnell was verkaufen. Ja, herrichten, schmieren. Ja, schmier das mal ab. Wir rechnen einfach ab. Pust das mal ein bisschen aus. Drei Viertel. Stopp. Anhalten, bitte. Nö. Anhalten. Nee, du hast schon mit Sicherheit nicht zufällig auf die Uhr geschaut im Game. Ich bin ein richtiger Profi-Zugfahrer geworden. Wo ich was? Losfahren ein bisschen mit dem Hetzel. Nö. Warum? Es ist 14.56 Uhr. Ab jetzt geht's. Hä? Jetzt nimmt der die Scheiße nicht auf. Ich krieg die Krise, Mann. Du bist einfach zu schlecht. Rechne einfach ab Dreiviertel. Chrissy Game, was willst du mir eigentlich erzählen? In welchen Anhänger nimmt der denn das Zeug auf? Der nimmt das hier nicht an, die Hülsen. Die Hülsen? Ja. Warte, Justin, lass mich mal probieren. Lass mich mal den Waggon, du bist gerade am Häcksler abschmieren. Ja, vielleicht spackt's bei dir wieder wie. Lass mich mal probieren. Ja, Passanten. Also steig mal aus, bitte. Junge, ist wie auf dem Bau. Einer macht, zwei gucken zu, Junge. Steig halt schnell aus. Jetzt steig halt schnell aus, komm. Hallo. Hallo. Lass mich jetzt machen, ich bin alt genug. Ich hab Dinge nicht so gut. Ey, aber die Silos haben sich gar nicht verändert an der Scheiße. Jetzt steig halt schnell aus, mein Kleiner. Lass mich Schnauze, mein kleines Kind. Du hast doch viel zu lernen. Junge, du bist so unfähig dazu. Halt die Fresse, Mann. Junge, schau doch mal, du kriegst es nicht hin. Ja, aber der ist nicht voll wird, das zeigt mir noch nicht mal was an. Ja, dann lass mich's halt mal probieren, oder? Dann steig ein. Dankeschön. Versuch mal voll zu machen vorne. Steig aus. Ja, warte. Ist man durch zuzuhören auf jeden Fall. Wer steigt doch raus? Ja, dann geht er. Teaser geben. Hey, jetzt hört's aufgehört. Ah, dann. Ja, dann lass dich einsteigen. Ja, dann ist alles. Ja, voll, mach mal voll, bitte, mach mal voll. Ah, ne, es ist schon. Ja, ist schon voll. Es ist dann alles, was du abläufst. Ich verstehe nicht, warum. Guck mal in der Aufnahme, bei mir wird gar nichts angezeigt. Ja, weil du hast, glaube ich, auch nicht den ersten Waggon ausgewählt gehabt, du hast den letzten ausgewählt. Doch, ich habe den ersten ausgewählt. Ich habe also, alle durchgegangen, alle. Erstmal mit dem Abschieber oder mit dem Ladewagen. Ich bin mit dem Abschieber gefahren, vermutlich. Vermutlich? Ja, vermutlich schon. Ja, ich schwank auch jeden Samstag. Ja. Du. Das glaube ich nicht. Echt? Warum glaubt ihr das? Corona wird mir nicht besoffen. Ich mache 9, dass ich Corona trinke. Ja, ist mir neu, sitzt vor einmal Corona. Ja, das ist mir neu, dass ich Corona trinke. Ach so, stimmt. Vergessen, stimmt, so sitze ich auch jeden Samstag da bei der. Ich sitze auch jeden Samstag bei mir zu Hause, ist mir neu. Ja, also, Ding, Corona geht immer, muss ich sagen. Ja, also ja, Matthias. Matthias, von Radler wird man auch nicht besoffen, so ist er nicht. Ja, immer, Junge, du brauchst dir nur mit Bildern schicken. Limo gemischt, Alter, hä? Weißt du das? Das ist mit was? Limo gemischt, das ist doch nichts Gescheites, ey. Ja, ist ja echt so. Was ist nichts Gescheites? Radler, Digga, das ist doch mit. Ja, Radler ist ja auch scheiße, also was willst du mir jetzt sehen? Ich schwanke immer. Ist jetzt der Zug endgültig weg mit der Miete oder muss ich hier noch irgendwas machen? Hier steht nur noch Zug für 1000 pro Stunde Mieten, ist der weg? Ja, ist weg. Boah,
So, wo steht denn mein Traktor? Den fährst du gerade? Achso, ja, du kannst schon rein. So, dann komme ich jetzt mal zum Häcksler. Heute ist schon geil, gib mal zu, Matthias, der Deutsch ist schon geil. Natürlich. Ah, Justin, ich trinke kein Radler, ich trinke Edelstoff, mein Kleiner. Benzin, sagst du? Edelstoff, Junge, ich hab dir doch ein Bild geschickt. Ja, ich hab nicht das Bild geguckt. Was Edelstoff? Was ist Edelstoff, Bech? Sag mal. Bist du der Gruppe drin, dann schicke ich dir ein Bild rein, dann weiß ich das. Mhm. Du hast mir gar kein Bild geschickt. Natürlich, ich schick's. Hey, hier ist kein Bild, was willst du mir erzählen? Ich hab kein Bild. Saufen auf zu hören. Das muss ich einfach finden. Ja. Jetzt. Das ist. Aha. Ach du Scheiße, jetzt weiß ich, welches Bild du meinst. Ach du Scheiße. Augustina. Augustina. Schmeckt das Edelstoff. Gut, ne? Schick mal was rüber zu uns. Okay, dann wahrscheinlich will ich mal probieren. Ist das. Matthias, du musst mal ein Probepaket rüber schicken. Ich will das mal probieren. Ich will das auch probieren. Da ist ja keine Kohlensäure mit drin, wenn es bei euch ist, Junge. Ach, da ist Kohlensäure drin, echt? Ich glaube, ich muss da mal irgendwo schicken, ha? Es schäumt ja über dann. Wenn der Postbote schaut. Der Postbote Hermes fliegt das mir, der schmeißt das vor der Haustür, da steht gar nichts mehr an Bier hier. Na, der Hermes, Junge. Ich glaube, du musst da mal was herschicken, Herr Kollege. Ja, es muss halt nur mit Sprudel noch sein. Vor allem vom Maschiasch. Ich hätte auch gerne mal das getrunken, du. So ist nicht. Ja. Oder du musst es aufmachen, in Soda-Stream reinmachen und. Ja, ja. Wenn man einen Soda-Stream hätte, hä? Ja. Kein Rich Kid oder was? Nein. Matthias? Yo. Was würdest du denn gern von Österreich gerne mal haben, also? Gar nichts. Also das Geld. Ha, Alter. Junge, heißt du Matthias, oder? Ja, gib ins Gas, heiß ich. War's nicht so wie von der Schweiz, Toblerone oder so irgendwas? Oh, Toblerone kannst du auch hier kaufen, das braucht man nicht. Das ist aber viel günstiger in der Schweiz, du Vogel. Was gibt's in Österreich, was in Deutschland nicht? Schöne Menschen. Schick mal einen LKW Diesel rüber. No front an die Österreicher. Diesel rumschicken. Es wird bei uns momentan auch bei 1,45 der Liter. Ja. Oh, schick! Schick! Sofort! Ey, Digga, bei uns war der Dieb auch mal voll billig. Das war jetzt 50. Ja. Bei uns war er zuletzt auf 1,80. Ja, was? Ja, normalerweise bei uns ist es. Ja, überleg da mal, was du einmal haben willst. Vielleicht schicke ich da mal so ein schönes Paket. Diesel, ganzen LKW voll mit Diesel. Oh, du bist ja so süß, mein kleiner Christi Gaming. Hast du gut erzogen, deinen Sohn? Für mir kannst du ganz neu mit Geld. Was also, will ich schicken? Hätte ich gerne Uhr. Jo. Ein Selfie. Selfie. Ein Video von der Lara meinst du oder von der Laura? Ja, von beiden. Von beiden und von der Nadi. Aber ja. bitte unangezogen, so ein Ding ist das. Junge, heißt du Matthias? Nee, ich geb dir noch Ratschläge. Hab ich gefragt. Ja. Alter Junge, was gibt das für einen Ertrag? Ich bin gleich schon voll. Ja, das ist ich nehme den Ladewagen. Ja, ich nehme jetzt den Ladewagen. Ich bin jetzt nach einer Bahn schon voll. Marschaller, so muss das. Ich bin da wirklich voll jetzt. LOL. Eine Bahn gerade mal durch. Junge, das sind wir ja morgen noch am Hexen, Alter. Ja, ich hol einen Ladewagen. Wie viel Kubik hat euer Hänger? Was? Kubik hat der Hänger. 30. 30 Kubik circa, aufgerundet. Also nein. 20,5. Ja. Was ist das hier für eine Country-Musik, Junge? Classic Network. Okay, Online-Radio wollen wir nicht hören. Wir sind mit 2,50.
So, kippen wir alles in das. Na, weiß ich nicht, Matthias. Sag halt, wenn du was brauchst, dann schicke ich da vielleicht einmal so. Du schickst Paket. Sowieso nichts. Ich hab dir 50 Mal gesagt, was du mir schicken sollst, du hast nichts geschickt. Ja, aber er mag mich ja lieber, er mag den Marischal lieber als die LLS, Doofi. Das ist mir neu. Nee, ich muss mal schauen, was Österreich hat, was Deutschland nicht hat. Was Österreich hat? Wie viel kosten bei euch ein Koks, ein Gramm? Wow. Mit denen hab ich nichts zu tun. Ja, wahrscheinlich! Junge, wo ich dein Gesicht gesehen habe, ich wusste, dass du ein Dealer bist, Junge. Natürlich, ja, wahrscheinlich. Das habe ich schon beim ersten Bild gesehen, der war schon abhängig. Am ersten Bild habe ich ja schon gesehen. Ah, okay. Nee, er ist nur ein Dealer, er ist kein Abhängiger. Doch, safe. So sah der aus auf den Bildern, die uns Nadi gezeigt hat. Ich bin nach der Aufnahme weg, weil meine Freundin gerade irgendwie genervt ist. Oh, Junge, ein Schreib dir, gib keinen Nerven, wir sind in der Aufnahme, das ist wichtig. Mit diesem Mädchen, Alter. Ist ja wirklich da geht, so. Dann geht man Alter, das ist halt typisch. Wichtiger. Oh. Immer wichtiger. Was macht der denn gerade? Irgendwie sagst du das bei jeder. Also in der Zeit, wo du im Team bist, hast du schon 5 Mädchen gehabt. So too much viel, wie information. Matthias wahrscheinlich sein ganzes Leben haben wird. Und ja, bei dir brauchen wir jetzt gar nicht reden, ja? Das ist ja, da willst du noch ein bisschen mehr Sorry vergessen. Ja, mit der Brille weiß ich auch nicht. Günni, da hast du ja... Ja, bei dem weiß ich auch nicht, Junge. Ja. Eine Frühlingstippe dann raus. Sagst du ja? Jo. Erstmal einschlafen, sagt man. Ich muss jetzt mal ganz kurz was schauen. Jetzt antwortet sie nicht. Ich glaube, ich bin erstmal weg. Wow, Maschallah, ich kann sagen, dass du einfach mal kurz keine Zeit hast, oder? Ich bin ja da. Also ich war ja bei dir noch im Anruf, aber. Ich wollte eigentlich gerade bloß mal schauen, was Levin so alles geschafft hat in der Zeit. Ja, keine Ahnung. Hat er einen Hof gebaut? Eine Baumbau. Ich bin gestimmt. Ihr habt da schon eine Idee, was ich da für ein Paket zum Stell für den Herrn Matthias. Ach so, ja, okay. Ja, aber bitte dann 2 oder 3 Gramm, ein bisschen mehrer. Ist schon gut. Und für ein, mir nichts schicken, Scheiß drauf geben. Und für, und für den Rest natürlich auch. Ja, ja, na sicher. Wie lange soll ich auf das Paket warten? Genauso lange wie auf die Strafe oder was? Na, das Paket wird bald einmal weggehen. Ich muss mir noch überlegen, was ich da für euch was so mit der Strafe, wenn ich fragen darf? Ja, die kommen noch jetzt, chill da auf 5 Minuten. Ja, wann kommt die denn? Na, 5 Minuten? Okay, stell den Timer, Matthias. Ja, er hat 5 Minuten gesagt. Ist doch schon. Perfekt. Bester Mann. In 5 Minuten kommt die Strafe, habe ich gehört. Perfekt. Junge, da wächst er mehr Unkraut als die meisten. Ist ja wirklich so. Aber irgendwie gibt es Unkraut gut. Ja. Aber irgendwie kommt da trotzdem Ertrag raus, wie sonst was. Ja, ich habe jetzt schon wieder 30%. Stimmt wirklich. Was gibt's denn bei euch so für Spezialitäten oder was habt ihr da so schönes im Angebot? Junge, kannst du auch leise denken oder willst du nur laut denken? Junge, ich hasse solche Leute, die laut denken. Ich hab jetzt den Matthias gefragt, du Spinner. Ja, aber ich auch gerade sagen. Ist mir nur als Matthias, weil du hast nur laut gedacht. Ja, was gibt dir für Spezialitäten? Du hast nichts von Matthias erwähnt. Eine Frage, aber. Also, ja. Leberkassemi, Weißwurst. Weißwurst und Leberkassemi habe ich selber. Was kann es schwierig in dem Paket reinpacken, wo aus Österreich kommt? Das geht Bayern. Na gut, von Österreich nach Bayern. Am besten ist eine warme Leberkassemi, oder? Ja, freilich. Chrissy, wo in Österreich wohnst du? Ganz im Süden. Im Süden. Ja. Jetzt sag halt wie Oberösterreich und keine Ahnung. Kärnten. Ja, Adresse liegen. Kärnten. Oh, das ist ja am Arsch der Heide. Also Chris, so ist nicht, weil wenn du jetzt gar nichts machst, kannst du auch fliegen. Was soll ich? Ja, ich bin doch schon dabei. Ja, ich stell mir gerade mein Paket zusammen. Bei Sugar Daddy. Weißt du mal. Ich würde es so fühlen, wenn er einfach Justin einfach einen Lauf schickt. Wirklich witzig, Junge, es ist so lame.
Danke für die Idee, Herr Matthias. Wenn wir uns treffen, Matthias, wenn wir uns treffen, machen wir 1 bis 1, okay? Wenn wir uns treffen, machen wir 1 bis 1. Dann läuft ihr besser mit, dann schneide ich den Lauch klein, ja. So, meine lieben Freunde, das nehmen wir dann. Das nehmen wir dann. Dann ist Schluss, Junge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst so gerne eine Bewertung sein. Schaut beim Herrn Kollegen vorbei, bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Ich weiß, was wir als Ciao.